Hallo meine Lieben, ich begrüße euch jetzt ganz herzlich zu eurem Seelenpartner-Reading für den Monat Januar. Und zwar für den Teil für die Seinlasser bzw. Loslasser. Ja, viele von euch haben jetzt bestimmt schon das Video für die Einlasser geguckt, natürlich nicht alle. Ja, ich weiß, dass viele von euch auch diese Videos nicht mehr anschauen, weil sie gar keine Kontrolle insofern mehr ausüben möchten, was geht auf der anderen Seite vor. Aber für all diejenigen, die es angeguckt haben, möchte ich nur sagen, dass dieses Reading jetzt für die Loslasser unglaublich stimmig dazu passt. Ja? Wenn du jetzt neu auf meinem Kanal bist, dann begrüße ich dich sehr herzlich. Ich möchte natürlich ganz kurz erklären, wie diese Legung hier zustande kommt. Die Legeform ist angelehnt an das keltische Kreuz im Tarot. Bisschen abgewandelt habe ich es. Du siehst hier verschiedene Positionen. Die Karten auf die einzelnen Positionen springen während des Mischens aus dem Deck. Ja, also ich mische das gesamte Tarot-Deck durch. Es hat ja sehr viele Karten, 78 Karten. Und ich konzentriere mich dann immer auf eine Position und warte, bis eine Karte während des Mischens aus dem Deck springt. Bei manchen Positionen waren es zwei Karten. Ja, die lege ich dann auch beide auf. Und wenn dann alle Karten liegen, mache ich eine Meditation über der Legung und versuche noch zusätzliche Impulse für euch zu erhalten. Ich bringe euch das Ganze dann in einen Gesamtzusammenhang. Was du jetzt aber beachten musst, da es sich ja um ein allgemeines Reading handelt, können diese Energien natürlich sehr gut für dich zutreffen. Das merkst du, wenn du ein paar Minuten zuschaust und spürst, dass du mit diesen Botschaften in Resonanz gehst. Ja, also dass diese Botschaften in dir etwas zum Schwingen bringen. Dann ist das Reading tatsächlich gut für dich geeignet, ja, um dir vielleicht für den Monat Januar hilfreiche Impulse zu geben. Aber es kann natürlich auch sein, dass du in diesem Monat oder jetzt insgesamt mit dieser Legung nicht in Resonanz gehst, weil wenn du siehst, wie viel Klicks diese Videos haben, ja, das ist klar, dass sich natürlich die Energie jetzt nicht für alle zutreffen kann. Also spür da einfach in dich hinein und verlass dich da ganz auf deine eigene innere Stimme. Ja, ich möchte gleich beginnen mit der Gesamtenergie. Und zwar, als allererste Karte aus dem Deck während des Mischens sprangen hier die 5 Münzen. Die 5 Münzen ist eine Karte, die erstmal vielleicht jetzt bei einigen so ein bisschen ja, Traurigkeit auslöst, dass diese Karte hier fällt. Ja, wer das Tarot kennt, das ist eine Karte für das Gefühl des Mangels und der Bedürftigkeit. Du siehst hier diese beiden Menschen, die durch den Schnee stapfen. Ja, sie haben Verletzungen, der eine Mann geht an Krücken, sie sind barfuß. Sie wählen den beschwerlichen Weg hier in der Kälte, aber jetzt ganz wichtig, hier hinten siehst du das hell erleuchtete Kirchenfenster. Und im Grunde bräuchten sich diese Menschen nur umdrehen und bräuchten eintreten in dieses warme Licht der Kirche. Und an dieser Stelle, im Gesamtzusammenhang mit allen gefallenen Karten, ja, kann ich dir jetzt schon sagen, als Hauptenergie will dir diese Karte hier einfach sagen, nimm den Fokus weg auf das, was du aktuell noch nicht siehst oder noch nicht hast und richte den Fokus auf das, was du dir wünschst, wo du dich hinsehnst. Ja? Und im keltischen Kreuz fällt hier auf die erste Position ja immer eine zweite Karte, um die erste näher zu bestimmen. Und hier fiel eine wundervolle Karte, nämlich der Stern aus der großen Arkana des Tarots, der für Hoffnung, Vertrauen und Wunscherfüllung steht. Und diese beiden Karten in Verbindung als Hauptenergie bedeuten, dass du bei aufkommenden Gefühlen, die bei vielen jetzt über die Weihnachtsfeiertage auch speziell aufgekommen sind, jetzt um den Jahreswechsel herum, bei aufkommenden Gefühlen des Alleinseins, des Verlustes, des Verlassenseins, des Zurückgewiesenseins, bitte dich wieder nach vorne auf die Hoffnung und auf all das fokussieren soll, was du in deinem Leben hast, um dankbar zu sein. Wie gesagt, es fallen noch andere Karten, die diese Energie gut bestätigen.
nimm den Fokus weg von dem, was du dir wünschen würdest, aber aktuell nicht in deinem Leben ist. Immer wenn wir unseren Fokus, unsere Aufmerksamkeit auf den Dingen ruhen lassen, die wir momentan nicht in unserem Leben haben, manifestieren wir immer mehr davon. Gemäß dem Gesetz der Resonanz, ja, wer meine Videos kennt, der weiß, dass ich sehr viel Wert auf dieses Gesetz lege, weil ich es am eigenen Leib erfahren habe, ja, was es ausmacht, ob du deinen Fokus auf all das richtest, was du nicht oder noch nicht hast, oder eben auf die Dinge, die du bereits hast in deinem Leben. Speziell jetzt auf den Seelenpartnerprozess bezogen. Es ging ja, wer das andere Video gesehen hat, bei den Loslassern jetzt viel um diese Herzöffnung ihrem Gegenüber. Ja, dass wir nicht in Groll oder Wut oder Verbitterung auf Verletzungen, die er oder sie uns vielleicht zugefügt haben, zurückblicken, sondern unser Herz aufmachen für seine oder ihre Seele. Ja, immer wieder in diesem Bewusstsein, dass die Seele unseres Gegenübers mit unserer Seele vor dieser Inkarnation einfach einen Pakt geschlossen hat, nämlich uns auf dem Weg hin in unsere Kraft zu begleiten. Und dafür ist es nötig, dass wir manchmal hier im Schnee stapfen oder bildlich gesprochen im Regen stehen gelassen werden. Ja? Einfach um von selber umzudrehen und zu sehen, Mensch, hier habe ich ja schon ganz viele Dinge in meinem Leben, für die ich dankbar sein kann. Und ich bin dankbar für diese Aufgaben, die mir hier gestellt werden. Auch wenn sich das unangenehm anfühlt, auch wenn Verletzungen und Zurückweisung geschieht. Aber letztendlich bringt es dich immer mehr in deine Kraft. Und das sollst du hier bedenken. Denn, und ich möchte jetzt gleich diese Karte dazu nehmen, ich frage hier nach der jüngsten Vergangenheit. Ja, das könnte also die Energie so um Weihnachten rum gewesen sein. Zwei Szenarien möchte ich zu dieser Karte erläutern. Das eine ist, viele von euch, ich weiß es aus euren Nachrichten, haben tatsächlich Annäherung des Gegenübers erfahren. Das heißt, die Einlasser sind in veränderter Art und Weise auf ihr Gegenüber zugekommen. Ihr habt vielleicht liebevolle Nachrichten erhalten, jetzt auch zu Weihnachten. Bei manchen gab es Treffen, das weiß ich ja. Und ihr habt gespürt, dass auch der Einlasser sehr daran arbeitet, seinen Kelch zu füllen. Dass hier tatsächlich Veränderungen stattgefunden haben, ja. Dass viele wesentlich besser über ihre Gefühle sprechen können, diese Gefühle auch allmählich zulassen können. Und wenn das passiert ist, ja, dann ist ganz wichtig, jetzt aber nicht in dieser Erwartungshaltung zu bleiben, dass der andere jetzt sofort im Januar, was weiß ich, mit dem Koffer vor der Türe steht, ja, sondern das dankbar anzunehmen und dann den Prozess aber wieder ins Fließen zu entlassen. Ja, komme ich gleich noch dazu. Für alle anderen, die jetzt keinen Kontakt haben zu ihrem Gegenüber, ja, kann es aber bedeuten, dass du dich jetzt gerade auch hier um diese Weihnachtszeit intensiv mit der Verbindung beschäftigt hast, dass dir dein Gegenüber sehr oft in Gedanken erschienen ist. Ja, du hast vielleicht viele Zeichen wahrgenommen. Du warst in Gedanken oft dort. Gerade über die Feiertage kommt es einem ja dann doch sehr schwer einfach vor, alleine zu sein, ja, getrennt von ihm oder ihr die Feiertage verbringen zu müssen. Und diese Seelenpartnerenergie, ja, die zwei Kelche, ist ja für mich eine der signifikanten Seelenpartnerkarten des Tarots, zeigt einfach, dass diese Energie jetzt sehr präsent bei dir war. Und an der Stelle frage ich ja dann, was ist dir nicht bewusst? Und da passt wunderschön diese gefallene Karte, da hätte keine bessere Karte fallen können, die vier Schwerter. Die vier Schwerter ist eine Karte, die steht für Pause, für Ruhe, für bei dir bleiben. Und genau das ist jetzt wichtig. Wenn du im Moment tatsächlich Kontakt hattest, wenn Nachrichten gekommen sind, wenn du Annäherung gefühlt hast und jetzt in dieser Erwartungshaltung hier, dass etwas vorangehen muss,
dich vielleicht wieder traurig fühlst, ja, und dir wieder klar wird, es war zwar ein schönes Gespräch oder ein schöner SMS-Kontakt, ja, was immer auch, aber letztendlich ist er oder sie ja immer noch nicht in meinem Leben. Dann bitte hole in dein Bewusstsein, dass dieser Prozess davon lebt, dass du die Erwartungshaltung loslässt und bei dir bleibst. Jegliches Forcieren des Ganzen, jegliches Druck machen, jegliche Übererwartung aufgrund dessen, was jetzt vielleicht passiert ist, ja, würde alles wieder blockieren. Deswegen mach dir bewusst, weil das liegt hier in deinem Unterbewusstsein, deine Seele weiß das bereits, dass es für dich jetzt wieder darum geht, dich tatsächlich mit dir zu beschäftigen, auf deine Lernaufgaben zu schauen, deine Wunden zur Heilung zu bringen. Und die Karte weist dich hier auch ganz klar nochmal auf die aktuelle Rauhnachtszeit hin, ja, die wir jetzt momentan haben, die unglaublich Potenzial bietet für Meditation, für Kontemplation. Die Anbindung an deine geistigen Helfer ist in diesen Tagen und Nächten unglaublich hoch, ja. Achte auf deine Träume. Gestehe dir immer wieder zu, Ruhe zu finden, mit dir selbst zu sein und wirklich hineinzuspüren in deinen Seelenraum, was da vor sich geht, welche vielleicht alten Verletzungen jetzt in diesem alten Jahr auch noch an die Oberfläche kommen und zur Heilung drängen. Ja, also eine wunderschöne Energie hier. Und du bist nicht weit davon entfernt, denn wenn ich frage, was ist denn in deinem Bewusstsein? Wie siehst du den ganzen Prozess zurzeit? Und da bin ich wirklich stolz auf dich, weil hier fällt die Mäßigkeit. Und das sagt mir, dass du diesen Prozess im Grunde tatsächlich an die göttliche Führung abgegeben hast. Dass zwar hier immer noch mal wieder diese Gefühle aufkommen, ja, dieser Schmerz, dass der andere nicht da ist, dieses Fokussieren auf das, was du nicht in deinem Leben hast. Aber du siehst mittlerweile trotz allem ganz klar, dass die göttliche Führung auf deiner Seite ist. Der Engel hier auf dieser Karte, ja, versucht dich in Balance zu bringen. Er gewährt dir göttlichen Schutz, göttliche Führung. Du darfst dich hier auf göttlichen Schutz verlassen. Und bitte bedenkt eure geistigen Helfer, ja, ob du jetzt an Engel glaubst oder die geistige Welt, ja, was immer für dich der Begriff ist, Gott, ja, die aufgestiegenen Meister, was immer für dich dein Glaubenssystem ist. Die warten darauf, dass du sie um Hilfe bittest. Aber bitte auch, ja, bitte um Hilfe und übergib das Problem oder dein Anliegen, deinen Wunsch, ja, dann an die göttliche Führung. Und viele von euch sind tatsächlich ja schon so weit, ja. Die wissen ganz genau, ihr wisst ganz genau, dass Druck machen, versuchen alles zu beschleunigen, manipulativ in den Prozess einzugreifen, dass das nichts bringt. Und sind schon bereit geworden, diesen Prozess einfach der göttlichen Führung zu übergeben. Und das ist das Beste, was du tun kannst, ja. Hier an dieser Stelle, ich muss jetzt nur die Karten so auflegen, damit sie alle drauf passen, frage ich, was kommt vielleicht von außen auf dich zu? Und da fällt der Page der Stäbe. Ich finde das sehr, sehr schön, weil der Page der Stäbe fiel bei den Einlassern in die Gesamtenergie, an diese Position. Ja? Und er steht ja speziell für Nachrichten, für Impulse von außen, für Gelegenheiten und natürlich auch, da kommt jemand oder etwas von außen auf dich zu mit Mut. Ja? Der Page der Stäbe, das ist so ein mutiger Bursche, der schreitet voran, öffnet sein Herz dabei, ja, der ist auf seinem Herzensweg. Der ist so ein bisschen unbedarft, möchte ich sagen. Und wenn er hier bei dir jetzt in die Position fällt, was von außen auf dich zukommt, könnte es tatsächlich sein, dass du entweder Nachrichten deines Gegenübers erhältst,
ja, die auch dann Hoffnung machen, ja, und die dich fröhlich stimmen und die dir ein gutes Gefühl geben. Oder es kann natürlich auch sein, dass sich andere Gelegenheiten für dich von außen bieten, um auf andere Gedanken zu kommen, um rauszugehen. Ja, vielleicht hast du jetzt an Silvester was Schönes vor, ja, etwas geplant, was dich mal auf andere Gedanken bringt. Ja, was dann vielleicht auch tatsächlich neue Bekanntschaften in dein Leben bringt. Dass du auch so ja, noch weiter wieder aus dieser Energie herausfindest. Es ist also eine sehr schöne, leichte Energie, die hier von außen auf dich zukommt. An der Position frage ich dann, was sind denn deine Hoffnungen und deine Ängste? Und da fielen jetzt mit den beiden Karten, ja, zwei Karten, die im Grunde sehr signifikant sind für all diejenigen, die sich tatsächlich wünschen, dass euer Gegenüber auf euch zukommt. Es fielen hier der Ritter der Kelche, natürlich die Karte schlechthin für das Liebesangebot, ja, für den gefüllten Kelch, der dir gereicht wird, der Ritter auf dem weißen Pferd, ja, viele Mädchenträume, Mädchen träumen davon, dass der Ritter auf dem weißen Pferd angeritten kommt. Und wenn wir ehrlich sind, viele von uns haben einfach diese romantische Vorstellung, ja, dass das Gegenüber einfach plötzlich erwacht, vor der Türe steht, mit dem Rosenstrauß, ja, sich entschieden hat für ein Leben mit dir. Aber es fallen auch die zwei Schwerter dazu und die sagen natürlich ganz klar, du hast auch Ängste. Und zwar zum einen nehme ich wahr, bei einigen von euch die Angst, dass dies eben nicht passiert. Das heißt, dass dieser Ritter der Kelche hier nicht mit dem gefüllten Kelch angeritten kommt, weil er einfach keine Entscheidung treffen kann für dich, zumindest jetzt in der aktuellen Situation. Ich nehme aber auch Ängste bei dir selbst wahr, ob es dir möglich wird, tatsächlich, wenn er denn kommen sollte, dein Herz wieder bedingungslos zu öffnen. Viele von euch sind im letzten Jahr durch extrem schwere Phasen gegangen, ja, haben viele Verletzungen erlitten. Da sind viele Wunden noch nicht verheilt. Und da entsteht dann schon oft, ja, dieser Zweifel. Was ist, wenn er tatsächlich kommt? Was ist? Kann ich mein Herz öffnen? Kann ich ihn oder sie vorbehaltlos wieder in meine Nähe lassen? Oder bin ich dann vielleicht verschlossen, blockiert? Ja, die Frau auf der Karte hat hier die Schwerter letztlich zum Kampf erhoben. Ja, sie verkreuzt damit hier die Arme über ihrem Herzchakra. Sie hat die Augen verbunden. Also diese Karte bringt hier an der Position deiner Ängste sehr passend natürlich diese Angst, was ist, wenn er tatsächlich kommt. Ja, und wie ich als erstes schon erläutert habe, natürlich bei vielen auch die Angst, ob er kommt. Die Angst davor, ob er tatsächlich eine Entscheidung für dich treffen könnte. Ja, viele Einlasser sind noch gebunden, ja, befinden sich noch in alten Beziehungen oder auch in Situationen, die es ihnen schwer macht zu gehen. Ja, und hier ist natürlich deine Angst, dass auch er weiterhin sein Herz verschließt, um diese tiefen Gefühle für dich gar nicht spüren zu müssen, weil es in ihm natürlich immer mehr Konflikt erzeugt. Wenn du dich hier jetzt angesprochen fühlst und hast das Einlasser-Reading noch nicht gesehen, rate ich dir trotzdem, es anzuschauen, weil es hier sehr viel Aufschluss darüber gibt, was hier auf der Seite des Gegenübers tatsächlich im Moment los sein könnte oder bei einigen zumindest. Ja, und dann gibt es zwei ganz tolle Karten hier für die Position. Wie könnte sich deine Energie entwickeln gegen Ende des Monats, schon in Richtung Februar? Und da fällt die Sonne mit dem Pagen der Münzen. Und das sind zwei wunderschöne Karten, die passen ja auch sehr gut zusammen. Das sieht man schon von den Farben auch, ja. Die ergänzen sich regelrecht. Und sehr interessant ist, dass die Sonne ja vorhin auf die Position der Hoffnung bei den Einlassern fiel. Und bei dir fällt sie jetzt hier in die Ausgangsenergie in Richtung Februar. Und die Sonne ist immer die Karte für absolute
Erfüllung, ja, für Lebensfreude, für Träume, die sich erfüllen, für Unbeschwertheit. Ich finde es so schön, weil mir das nochmal bestätigt, dass du aus dieser Energie wieder herausfindest, dass du nicht hier bleibst. Der Stern hat sie hier schon angedeutet, aber die Sonne sagt es ganz klar. Ja? Auch wenn jetzt vielleicht gerade zum Jahreswechsel tatsächlich nochmal trübe Gedanken aufkommen, ja, du dich nochmal sehr alleine fühlen wirst, schau dir dieses Video dann nochmal an. Ja? Verlass dich darauf, dass du gegen Ende des Monats hier wieder in deiner Kraft bist. Und der Page der Münzen dazu steht ja auch explizit für diesen Selbstwert. Ja, ich nehme bei der Karte immer wahr, dass dir dieser Page hier deinen eigenen Wert in Form dieser Münze reicht. Er hält diese Münze in den Händen, betrachtet sie, ist stolz darauf. Ja, und was immer jetzt geschieht für dich in diesem Monat Januar, und wenn ich das Ergebnis des Einlasser-Readings jetzt mal hier mit einfließen lasse, kann sein, dass der Monat Januar immer noch hier zur Stabilität der Energie dient, ja, dass dem Einlasser letztendlich mehr und mehr bewusst wird, dass sein Leben in dieser Art und Weise nicht weitergehen kann, so wie er derzeit lebt. Ja, das hat das Reading sehr deutlich gezeigt für diejenigen, für die es stimmig war. Und für dich bedeutet das, ja, dass du aber in diesem Monat tatsächlich wieder Hoffnung schöpfst, dich auf das Positive konzentrierst, dir deines Wertes bewusst wirst und dass es dir gut geht dabei. Dir geht es gut, weil du nämlich es schaffst, diesen Prozess der göttlichen Führung zu überlassen. Und das befreit, ja, das befreit. Viele von euch grübeln und grübeln, das hier, die zwei Schwerter, ist ja auch so eine Karte für immer wieder grübeln, nachdenken, ja, immer wieder Gedanken machen, was ist bei ihm, bei ihr los, ja. Und sobald man sich entschließt, diesen Wunsch, diese Hoffnung, diesen ganzen Verlauf, sage ich mal, der Geschichte, ja, abzugeben an die göttliche Führung, an die geistige Welt, an deine Engel, ja, an Gott, wirst du eine unglaubliche Befreiung erfahren, weil du in diesem Moment spürst, dass du eigentlich nichts tun musst und auch nichts tun kannst. Wer sich bereits länger in diesem Prozess befindet, wird mir recht geben, jegliches eingreifen wollen, vorwärts pushen wollen, manipulatives Eingreifen, führt zu nichts, eher im Gegenteil. Es führt dazu, dass der Prozess stagniert, dass sich das Gegenüber noch mehr zurückzieht, ja, weil das nicht deine Aufgabe ist, ja, ihn oder sie in etwas hinein zu pushen, ja, zu drängen, sondern deine Aufgabe ist es, bei dir zu bleiben, deine eigenen Lernaufgaben anzugehen und diesen Prozess, den Fluss des Lebens zu überlassen. Denn wenn deine Seele und seine Seele oder ihre Seele, ja, im Lebensplan verankert haben, dass ihr in dieser Inkarnation zusammenkommen werdet, ja, dann wird es geschehen. Und zwar von geistiger, göttlicher Seite geführt und nicht, weil du eingreifst. Und das schenkt dir Freiheit. Das schenkt dir Freiheit, wenn du diesen Prozess einfach dem Fluss des Lebens überlässt und darauf vertraust, dass sich alles zum Besten wendet. Und zwar nicht nur für dich zum Besten, ja, vergesst es nicht, sondern zum Besten von allen Beteiligten. Und das dauert eben, ja, das dauert. Und genau dafür bringt die geistige Welt hier an der Position die sieben Münzen. Die sieben Münzen ist explizit die Karte für Geduld. Und die geistige Welt sagt dir hier ganz klar, forciere jetzt nichts. Es ist jetzt für dich nicht die Zeit zu forcieren. Und die Hauptenergie bei den Einlassern war die Königin der Münzen. Und ich habe ja dazu gesagt, dass es für die Einlasser so wahnsinnig wichtig ist, dass sie dich mit deiner wärmenden Energie, mit deinem offenen Herzen quasi im Hintergrund haben, ja, ohne die Erwartung, ja, sondern einfach mit diesem Gefühl der Wärme und der Dankbarkeit für diesen Prozess,
aber gleichzeitig bei dir bleibend, an deinen Aufgaben arbeitend. Und die geistige Welt sagt klar, du kannst jetzt hier die Samen säen für das, was du später erntest. Denn alle Aufgaben, die du jetzt an dir bearbeitest, ja, das nimmt dir ja kein Mensch mehr weg und du sollst es ja auch nicht tun, damit dein Gegenüber zu dir zurückkommt oder überhaupt mit dir in eine Beziehung geht, sondern du tust es für dich. Und der Gärtner hier, der strahlt auf dieser Karte für mich so eine unglaubliche Ruhe und Gelassenheit aus. Ja. Der steht nicht da und ist ungeduldig und denkt sich, was könnte ich nur tun, dass meine Früchte schneller reifen? Der weiß ganz genau, dass die Früchte einfach die und die Zeit zum Reifen brauchen. Das würde nichts bringen, wenn er an den Früchten zieht oder wenn er hier manipulativ eingreifen möchte. Er weiß ganz genau, wie lange es dauert, bis aus dem Samen Pflanzen werden und die Pflanzen Früchte hervorbringen. Und genau das sagt dir die geistige Welt hier. Lehne dich gelassen zurück, bearbeite deine eigenen Aufgaben und übergebe den Prozess der göttlichen Führung. Dann fühlst du dich leicht, dann fühlst du dich befreit. Bleib dir deines Wertes bewusst, ja, und versuche deine Aufmerksamkeit auf das zu richten, was bereits an Positivem geschehen ist. Entweder zwischen euch, ja, oder wenn sich zwischen euch nichts entwickelt hat, in der Art, dass du aktuell keinen Kontakt zu deinem Gegenüber hast, vielleicht auch schon längere Zeit nicht, dann sieh an dir selbst, was du für dich schon erreicht hast. Ja? In welche Kraft du durch diesen Prozess schon gefunden hast. Hier geht es auch mal darum, dich selbst zu loben, dich selber in den Arm zu nehmen und zu sagen, Mensch, ich bin stolz darauf, was ich schon erreicht habe. Und gerade hierauf kannst du stolz sein, wenn es dir schon gelingt, ja, diesen Prozess der göttlichen Führung zu übergeben und eben nicht mehr einzugreifen und vorwärts zu pushen und manipulativ zu sein, sondern einfach zu sagen, ich bleibe bei mir und überlass alles dem göttlichen Fluss der Dinge. Und es passt jetzt auch noch sehr schön hier die Gesamtenergie der Legung dazu. Ich erkläre auch gleich warum, nicht erschrecken. Ja, an der Unterseite des Decks lagen die 10 Stäbe. Aber ich finde die Karte sehr passend. Die 10 Stäbe zeigen ja diesen Mann, der hier diese große Last trägt. Und da muss ich gleich nochmal die Karte dazu nehmen. So wird es einigen von euch vielleicht jetzt tatsächlich vorkommen. Nochmal diese Durststrecke, ja, nochmal diese Angst, der andere könnte sich nicht entscheiden, diese Angst, kann ich überhaupt mein Herz öffnen, ja, diese Angst hier vielleicht noch sehr lange Zeit durch den Schnee zu stapfen. Aber die geistige Welt sagt mir in der Meditation zu dieser Karte ganz klar, sie liegt deshalb an der Unterseite des Decks, weil sie nochmal deutlich macht, dass du nicht auf diese Last gucken sollst, ja, du siehst, dieser Mann hier schaut nur nach unten, der schaut diese Stäbe an, obwohl er, wenn er nach vorne gucken würde, sieht, dass sein Ziel schon zum Greifen nah ist. Dafür liegt passenderweise das Rad des Schicksals jetzt hier als Folgekarte, ja, die schaue ich ja manchmal auch an, ja, Rad des Schicksals zeigt also ganz klar, dass sich das Rad des Schicksals für dich in eine positive Richtung dreht. Und das passt ja wundervoll dazu, ja, weil dieser Mann sich das Leben nämlich noch deutlich schwerer macht, indem er hier genau auf diese Stäbe blickt und gar nicht sieht, dass das Ziel schon zum Greifen nahe ist. Und das rundet dieses gesamte Reading wundervoll ab, weil die gesamten gefallenen Karten dir eigentlich zeigen möchten, dass es sich lohnt, nach vorne zu schauen und nicht das anzuschauen, was eben aktuell noch nicht in deinem Leben ist, was sich noch nicht für dich erfüllt hat, sondern nach vorne zu blicken und zu wissen, ganz gleich, ja, was sich mit deinem Gegenüber tut, du hast die Chance auf ein erfülltes und glückliches und unbeschwertes Leben. Denn die liegt hier zum Greifen nah.
Und wenn der Mann seinen Blick von der Bürde, von der Last, von den Stäben wegrichten würde und würde mal daran vorbei nach vorne sehen, hätte er gleich wieder ein viel besseres Lebensgefühl. Es kämen neue Energien in ihn, ja, die ihn nämlich antreiben, weiterzugehen, weil er sieht, das Ziel hier vorne ist zum Greifen nah. Dazu passt ja auch wunderschön der Stern, weil der steht ja für Wunscherfüllung, ja, und dass etwas zum Greifen nah ist, etwas Strahlendes auf dich zukommt. Noch dazu hier mit der Sonne, wundervoll. Ja, meine Lieben, ich finde ein sehr, sehr schönes Reading. Die geistige Welt hat da aber auch trotzdem so ein bisschen Tacheles geredet, ja, also den Loslassern einfach auch nochmal deutlich gemacht, diese Prozesse, meine Lieben, ja, die gehen nicht von heute auf morgen. Und ich bin immer erstaunt, ja, dass manche Readings hier auf YouTube für jede Woche eine neue Seelenpartner-Energie voraussagen, ja. Also ich muss sagen, ich bin eigentlich stolz darauf, dass nicht bedeutend andere Karten fallen wie für Dezember, weil diese Prozesse, diese Energien, die sind ja nicht schnelllebig, ja, sondern das sind Prozesse, die strecken sich über Monate, über Jahre. Und ich finde dieses Reading sehr gelungen, einfach um euch mal wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zu holen, auch wenn hier vielleicht schon positive Dinge passiert sind, ja, immer wieder zu bedenken, all das, was geschieht, braucht Zeit, um zu reifen. Und jeder kleine Vorfall, ja, alles, was du erlebst in diesem Prozess, ist wichtig und trägt dazu bei, deine Aufgaben bearbeiten zu können. Ja. Nimm dir diese Zeit, nutz jetzt diese Rauhnachtsenergie. Wundervoll. Also ich fand das Reading sehr, sehr passend und sehr schön und bin dankbar für die gefallenen Karten. Ich freue mich natürlich, wenn ihr mir in den Kommentaren schreibt, ob es euch ähnlich ging. Ja, besucht mich natürlich auch sehr gerne auf Facebook. Ich freue mich, wenn ihr meine Videos liked. Ich freue mich natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und für all diejenigen, die jetzt kein Video mehr gucken, denen wünsche ich natürlich einen wundervollen Silvesterabend, einen guten Start in ein erfülltes neues Jahr 2018 und sehr gerne unterstütze ich euch natürlich auch im nächsten Jahr wieder mit meiner Arbeit, mit meinen Beiträgen und sage jetzt erstmal Tschüss, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, macht's gut, eure Uli.